herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Heute ist Mittwoch, ich bin gerade von der Arbeit gekommen und ich dachte, ich werde euch einfach mal wieder ein bisschen mitnehmen. Peanut haut direkt ab, gar keinen Bock auf mich. Ist okay, Peanut. ich dachte, ich werde euch einfach noch so ein bisschen zeigen, was ich machen werde. Ich werde natürlich nicht mehr allzu viel machen, weil ich um 17 Uhr Schluss hatte und jetzt müsste es, glaube ich, 18 Uhr sein, wenn nicht sogar später. Und da kann ich natürlich nicht mehr allzu viel machen. Aber ich zeige euch einmal kurz die Wellensittiche. Ich werde wahrscheinlich gleich einmal die Lichterkette anmachen, damit ihr sie ein bisschen besser erkennen könnt. Da vorne steht immer noch der Fressnapf. Und zwar waren da die Überreste von den Wellensittichkeksen drin. Das werde ich aber mal wegstellen, weil ich weiß nicht, wie lange das haltbar ist. Und irgendwie haben sie es auch nicht richtig gefressen. Ich hatte euch ja auch im letzten Vlog gefragt, ob ihr da Ideen habt. Aber den habe ich noch nicht hochgeladen, deswegen kann ich die Ideen noch nicht umsetzen. Deswegen nicht wundern, warum ich darauf noch nicht eingegangen bin. Der Vlog ist zu diesem Zeitpunkt, wo ich dieses Video drehe, noch nicht online. Deswegen, ja, bin ich natürlich immer noch ein bisschen ratlos und stehe hier mit meinen Weihnachtsplätzchen für die Wellensittiche, die ich irgendwie nicht benutzen kann. Aber ich werde mal kurz die Lichterkette anmachen, damit ihr das Ganze ein bisschen besser erkennen könnt. Ich habe jetzt die Lichterkette angemacht und jetzt könnt ihr die Butchis auch schon ein bisschen besser erkennen. Hier vorne seht ihr Peanut, die sitzt hier wieder auf dem höchsten Seil oder auf dem höchsten Punkt im Käfig und ist schon wieder am Quatschen. Und Sheldon ist auch schon einen Tick näher gekommen, der ist wieder extrem müde. Also irgendwie wird das auch nicht besser mit seinem Müdigkeitsproblem. Der pennt hier fast ein, während ich noch rede. Das ist unglaublich. Aber Sheldon ist vorhin auf meinem Laptop gelandet. Und zwar habe ich ein Video für euch bearbeitet. Und ja, habe ganz normal halt am Laptop gesessen und auf einmal höre ich das nur flattern und dann ist Sheldon auf meinen Laptop gefallen. Da saß er auch für längere Zeit drauf und ja, dann habe ich mich erstmal nicht bewegt und ihn gelassen und dann saß er da die ganze Zeit. Ich habe auch ein paar Fotos gemacht. Ich werde eins der Fotos einfach mal als Thumbnail einfügen, dann könnt ihr das sehen. Leider konnte ich kein Video machen, weil er noch sehr, sehr schüchtern ist und sobald ich mich bewegt hätte, wäre er weggeflogen, was er dann auch ist. Aber war auf jeden Fall total süß. Da seht ihr die Butchis. Peanut hat sich jetzt so ein bisschen weiter nach hinten gesetzt. Daneben ist direkt Peaches. Die verstehen sich im Moment auch viel besser. Die haben sich früher immer ein bisschen gestritten. Die sind ja vom selben Züchter. Und irgendwie hat das nicht so gut funktioniert. Aber im Moment ist es schon wieder besser geworden. Ganz hinten sitzt Mister. Und ja, ist auch am Schnattern, allerdings heute nicht so laut wie sonst. Hier vorne sitzen dann noch Stewie, der ist immer am Schnattern. Also Stewie ist echt so eine richtige Labertasche. Der hört nie auf zu reden. Der ist immer laut und hat immer irgendwas zu erzählen. Selbst wenn alle schlafen, er erzählt und erzählt auch morgens als erstes. Und hinter Stewie sitzt Rachel, die ist schon ein bisschen ruhiger geworden, aber ja, sie ist anwesend. Sheldon hat sich da jetzt auch wieder hinten in die Ecke gesetzt. Ich glaube, der möchte einfach seine Ruhe haben. Der ist schon wieder mega müde. Die anderen sind hier alle so laut und er kann nicht schlafen. Aber ich werde auch die Lichterkette gleich wieder ausmachen nach dem Vlog. Und ja, dann kommen sie ein bisschen zur Ruhe und Sheldon kann ein wenig schlafen. Ich zeige euch einfach auch noch mal kurz mein Bücherregal. Dazu wollte ich eigentlich ein extra Video machen, aber ich habe mich doch dazu entschlossen, dass es in dem Vlog irgendwie ein bisschen schneller geht. Und ja, ich werde euch das jetzt einfach mal kurz zeigen. Die kleinen Figuren, die ihr in dem Bücherregal seht, das sind Funko Pops. Das sind einfach so kleine Figürchen aus Filmen, aus Serien, aus Märchen, aus irgendwelchen Spielen. Also da gibt es ganz verschiedene Varianten und davon habe ich halt auch ein paar. Ganz oben seht ihr ein paar Figuren aus der Serie The Big Bang Theory. Links ist Leonard und daneben Penny. Und Sheldon und Amy, ich glaube, das sind auch so die bekanntesten aus der Serie. Die anderen möchte ich natürlich auch noch gerne haben, aber bisher habe ich nur diese vier. Die haben auch einen höheren Wert, die sind ein bisschen teurer, weil die nicht mehr hergestellt werden. Ich glaube, die sind aus 2012 und deswegen sind die halt auch ein bisschen teurer. Hier kommen wir mal zu meinem ersten Regal. Und das sind so meine Kinderbücher, die ich noch behalten habe. Im Moment habe ich insgesamt sehr, sehr wenig Bücher, weil ich sehr viele aussortiert habe und auch eben nur ein kleines Bücherregal habe. Und ich habe jetzt hier im Bücherregal wirklich nur die Bücher stehen, die ich behalten möchte, die ich gut finde und die ich später auch mit in meine eigene Wohnung nehmen möchte. Und das sind halt die Bücher aus meiner Kindheit. Ganz links haben wir einmal das Buch Silber, das ist geschrieben von Kerstin Dier. Ich weiß leider überhaupt nicht mehr, worum es geht, weil ich das ja, wie gesagt, in meiner
Kindheit gelesen habe. Und das ist schon etwas länger her. Daneben steht ein Buch von Lilith Parker und daneben ein Buch Schattenträumerin. Die sind beide von derselben Schriftstellerin geschrieben. Und ja, auch da keine Ahnung, worum es geht. Aber falls ihr daran Interesse habt, könnt ihr das ja einmal googeln, weil wenn ich das alles raussuche, worum es in den Büchern geht, stehe ich hier noch 5 Stunden. Daneben haben wir 3 Bände von Percy Pumpkin, also nicht Percy Jackson, sondern Percy Pumpkin. Alle meine Bücher gehen so ein bisschen ins Gruselige oder Horrormäßige, eben auch schon in den Kinderbüchern. Da gibt es 3 Bücher von. Ich bin mir nicht sicher, ob es da noch mehrere von gibt oder ob es wirklich nur die 3 Bände gibt. Da muss ich mich nochmal zu informieren. Falls ihr das wisst, könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ja, das ist so eine Dreierreihe, die ich hier noch stehen habe. Dann habe ich noch 2 Bücher von Night School. Da geht es um ein Internat und da gibt es auch ganz viele andere Bände von, aber ich habe nur die ersten beiden. Das blaue Buch ist der erste Band und das rote Buch ist der zweite Band. Aber auch das habe ich im Moment ja nicht weitergelesen, wie man vielleicht erkennen kann. Und ganz rechts steht mein Lieblingsbuch. Und zwar ist das House of Secret. Das Buch habe ich echt schon sehr lange und das war auch mein dickstes Buch, was ich früher hatte. Das ist auch eine Geschichte, die wieder ins Gruselige geht. Geht um eine Familie, die in ein Haus einzieht, was halt längere Zeit leer gestanden hat. Und ja, mehr erzähle ich dazu aber mal nicht. Das ist auf jeden Fall so meine Kinderreihe und mehr habe ich da auch im Moment nicht. Vorne seht ihr einmal den Hutmacher, der ist auf der linken Seite, aber ich denke, das wisst ihr alle. Im Film Alice im Wunderland und rechts seht ihr Baloo aus der Serie Baloo und seine Crew. Ich denke mal, die kennt auch jeder, aber das sind so die beiden Funko Pops, die so ja in meiner Kinderreihe stehen. Dann geht es weiter mit dieser Reihe und zwar ist das meine Horror-Thriller-Reihe. Ja, das ist aber allerdings nur eine Buchreihe und zwar ist die geschrieben von Chris Carter. Ja, wie gesagt, eben schon erwähnt, ist komplett Horror, gruselig und ja, hat viel mit Serienmördern zu tun. Es sind verschiedene dort genannt in den Büchern und geht auch viel um Verstümmelung. Diese Bücher sind auch sehr nah beschrieben, wenn es um Leichen geht und um die Ermordung. Das ist alles sehr nah beschrieben, also ja, falls jemand das nicht so ab kann, sind diese Bücher auf jeden Fall nichts für euch. Aber ich finde die echt toll. Ich glaube, da gibt es 8 oder 9 Bände von. Das sind alle Bände. Und ja, die habe ich alle durchgelesen und ich finde die klasse. Vorne seht ihr auch wieder 2 Funko Pops. Einmal ist das natürlich aus Toy Story Woody. Und daneben haben wir aus dem Film oben Karl, heißt der, glaube ich. Der ältere Mann mit dem Krückstock. Und ja, ich liebe diesen Film einfach. Dann machen wir hier weiter mit ebenfalls Horror und Thriller. Hier steht aber überwiegend Stephen King. Und ich gehe erstmal kurz auf die Funko Pops ein. Da haben wir einmal von Toy Story Buzz Lightyear auf der linken Seite und den Grinch. Und zwar die Version ja, in Unterwäsche mit dem Kaffee in der Hand. Den finde ich auch mega süß. Wir wollen auch den neuen Film dazu gucken. Das wurde ja neu verfilmt, der Grinch, aber da sind wir bisher noch nicht zugekommen, aber ich habe demnächst Urlaub und vielleicht schauen wir den mal. Und falls ihr den schon gesehen habt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, denn ich habe dazu sehr viele negative Sachen gelesen. Deswegen ja, frage ich mich so ein bisschen, ob der wirklich so schlecht ist, weil ich fand den Trailer, den ich dazu gesehen habe, eigentlich voll gut. Ja, vielleicht habt ihr da ja mehr für mich. Genau, das ist meine Stephen King-Reihe. Ganz vorne rechts seht ihr S. Das Buch habe ich mir neu gekauft. Dazu kann ich noch gar nichts sagen, weil ich es noch nicht gelesen habe. Ich denke, ich werde es erst im nächsten Jahr lesen, weil im Moment passt es einfach nicht so zu meiner weihnachtlichen Stimmung, wie man sich vielleicht denken kann. Ganz links haben wir Stephen King, Mr. Mercedes. Das Buch fand ich echt super. Geht um einen Mercedes, der in eine Menschenmasse fährt und da werden halt Menschen getötet. Und ja, es geht nachher um den Killer und einen pensionierten Polizisten, der sich halt auf die Spuren begibt und genau. Dann haben wir das Buch Puls. Dazu hatte ich, glaube ich, schon mal etwas gesagt. Das Buch habe ich auch schon abgeschlossen. Fand ich echt gut bis auf das Ende, weil das Buch ein offenes Ende hat und das fand ich nicht so toll. Aber an sich ist das bisher das beste Buch, was ich von Stephen King gelesen habe. Dann geht es weiter mit Stephen King Shining. Das Buch fand ich echt nicht so toll, aber auch das habe ich euch in einem extra Video noch erzählt, warum und ja. Dann haben wir einmal Stephen King Sie. Das Buch habe ich auch noch nicht gelesen, habe ich euch erst in meinem letzten Bücherhaul gezeigt, deswegen dazu kann ich wirklich noch gar nichts sagen. Auch Menschenjagd habe ich noch nicht gelesen, aber da freue ich mich mit am meisten drauf. Da geht es um eine Reality-Show im Jahr 2025. Und ja, wenn die Menschen sich halt gegenseitig umbringen, bekommen sie irgendwie einen Bonus in Bezug auf Geld.
Und wer nachher zuletzt gewinnt oder als letzter übrig bleibt, der gewinnt halt ganz, ganz viel Geld. Und darum geht es grob genommen. Aber es hat noch nie jemand dieses Spiel überlebt. Und irgendwie spricht mich das total an. Sowas in der Art habe ich noch nie gelesen. Und deswegen finde ich das einfach sehr interessant. Daneben befindet sich ein Buch, Haussitter, ist ebenfalls wieder ein Thriller, geschrieben von Winkelmann, habe ich noch nicht gelesen. Ja, kann ich überhaupt nichts zu sagen. Dahinter sind auch noch weitere Thriller, die habe ich euch aber, glaube ich, auch schon gezeigt. In einem Hall, einmal Kellerkind und Krähenmutter, dazu habe ich schon ein Video abgedreht, wie ich die fand. Und dann habe ich ein Buch von meiner Mutter bekommen zum Nikolaus, und zwar Ich bin die Nacht von Ethan Cross. Der hat ja auch ganz, ganz viele Bücher geschrieben, aber auch das habe ich noch nicht gelesen, weil es im Moment nicht in diese Weihnachtszeit passt. Deswegen kann ich da überhaupt nichts zu sagen, aber trifft auf jeden Fall meinen Geschmack. Hier machen wir dann weiter mit meiner Märchenreihe. Vorne seht ihr einmal von Ralf Reichs die beiden Figuren. Ich liebe den Film einfach. Ja, ganz links haben wir eine Bücherreihe. Das sind 4 Teile und das sind auch, ja, insgesamt 4 Teile. Da gibt es nicht mehrere von. Und zwar ist es geschrieben von Mary E. Pearson. Und ja, der erste Band heißt Der Kuss der Lüge. Das fängt links an und geht dann nach rechts weiter. Also ich habe die auch so dann einsortiert. Ich habe die ersten 3 Bände gelesen, den 4. Band, also den ganz rechten, habe ich noch nicht gelesen. Der blaue, aber ich denke, das kann man erkennen. Und ja, den werde ich erst im nächsten Jahr lesen. Die Bücherreihe spielt im Mittelalter, hat viel mit Liebe zu tun. Das sind halt wirklich Jugendbücher und es geht überhaupt nicht ins Horrormäßige oder ins Gruselige, meiner Meinung nach. Ja, den 4. Band werde ich erst im nächsten Jahr lesen, einfach weil ich mir das aufheben möchte. Ich finde die Reihe echt toll und ich möchte die Reihe noch nicht abschließen. Deswegen lese ich das Buch erst später. Daneben haben wir das Buch Wolkenschloss. Da geht es um ein Hotel und eine Praktikantin, die dort eben ein Praktikum macht. Aber das habe ich auch noch nicht gelesen. Und danach haben wir das Buch Kleiner Streuner, große Liebe. Das habe ich auch schon gelesen. Das habe ich jetzt auch schon gelesen und vor ein paar Tagen auch beendet. Es geht hauptsächlich um den Hund und ich muss echt sagen, dass ich vorher so ein paar Vorurteile hatte. Einfach weil es überhaupt nicht meins ist. Es geht um Liebe und ja, es ist einfach überhaupt nicht meins, dachte ich. Aber das Buch gefällt mir echt sehr, sehr gut. Es passt unglaublich gut zur Weihnachtszeit und ich finde es ja, verbreitet auch viel Glück und viel Liebe, wie man sich vielleicht denken kann. Aber ich fand das Buch echt sehr gut, auch wenn ich eigentlich überhaupt nicht der Typ für diese Stilrichtung bin. Aber falls ihr mal ein weihnachtliches Buch lesen wollt und eigentlich eher nicht der Typ für, wie sage ich das, Friede, Freude, Eierkuchen seid, so nenne ich das jetzt einfach mal, meine ich nicht negativ, aber so sind die meisten Bücher halt aufgebaut und das ist halt eben auch so ein Buch. Aber ich fand es echt toll. Ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen, das habe ich bei Amazon ganz normal gekauft. Dann geht es weiter mit meiner nächsten Reihe und zwar stehen hier Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, Bücher, die ich irgendwie angefangen habe und nicht beendet habe, aber darauf werde ich jetzt nicht komplett eingehen. Einige Bücher hatte ich euch schon gezeigt und zwar sind das so die rechten, die hatte ich euch in einem Haul gezeigt und links habe ich einfach noch so Bücher, ja, die ich nicht gelesen habe oder wo ich noch nicht weiß, ob ich die aussortieren soll oder nicht oder ob ich die nochmal neu lesen soll, deswegen die Reihe, ja, weiß ich einfach noch nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Hier vorne habe ich wieder 2 Funko Pop Figuren und zwar ist das einmal Laguna Blue aus Monster High. Das ist auch eine Serie, die ich in meiner Kindheit geschaut habe. Ich glaube, die kenne ich allzu viele, weil die einfach nicht so bekannt ist bzw. beliebt ist, nehme ich mal an. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Serie kennt. Und daneben haben wir von Donald Duck die kleine in Rosa. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die heißt Nikki. Und hier unten meine letzte Reihe, die hatte ich euch ja jetzt schon öfter gezeigt. Da sind einfach meine Wellensittich- und Papageienmagazin, habe ich 4 Stück. Ich habe das Ganze für ein Jahr abonniert, habe insgesamt, glaube ich, 49 Euro oder 47 Euro gezahlt. Und alle 2 Monate bekomme ich halt so ein Heft zugeschickt. Ich dachte mir, ich zeige euch nochmal, was ich im Moment lese. Und zwar lese ich tatsächlich gerade Harry Potter. Ich wollte eigentlich etwas Weihnachtliches lesen, aber ja, ich habe jetzt zu Harry Potter gegriffen. Ich finde dieses Cover einfach wunderschön und es spricht mich total an. Deswegen habe ich mich für Harry Potter entschieden. Und ja, ich bin jetzt im Moment so bei der Hälfte ungefähr und es gefällt mir echt gut. Also ich habe noch nie ein Harry Potter Buch gelesen und auch die Filme habe ich noch nie komplett geschaut. Ich weiß natürlich, wie die Leute davon aussehen. Die Filme habe ich ja schon mal reingeschaut, aber halt nicht komplett zu Ende gesehen, weil es mich einfach nicht so interessiert hat. Aber das Buch finde ich echt schon viel besser. Also mich interessieren Bücher immer, ja, mehr als Filme und bisher finde ich das Buch echt klasse. Also ich bin gerade da angekommen, wo Harry halt auf diese Schule kommt. Er wurde auch schon zugeteilt in seine,
ja, in sein Haus und seine Gruppe. Aber viel weiter bin ich auch noch nicht. Ja, aber bisher finde ich das Buch echt toll und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Natürlich weiß ich halt auch schon einiges, weil viele einfach ja die Filme kennen, die Bücher kennen und dann ist es schwierig, nicht gespoilert zu werden. Deswegen kann ich mir schon denken, was so passiert. Aber ja, ich lese das Buch trotzdem. Ich werde den Butchies gleich auch Futter und Trinken nochmal machen, aber da nehme ich euch nicht mit, weil das einfach nicht spannend ist. Da kommt Sheldon auch schon. Möchtest du in den Käfig? Hm? Trau dich ruhig, ich mach nichts. Ich bleib dann aber auch hier stehen. Also ich merke natürlich, er möchte rein, aber macht er auch. Also wenn er rein möchte, dann soll er sich ruhig trauen. Wenn ich merke, er geht jetzt überhaupt nicht rein, wenn ich hier stehe, dann würde ich natürlich auch weggehen. Aber wenn er sich traut, ist das natürlich schon gut, weil ich stehe echt recht nahe schon am Käfig, wie man vielleicht erkennen kann. Mal sehen, ob Peanut jetzt noch rauskommt. Peanut ist die Einzige, die freiwillig herkommen würde, weil ich das Handy in der Hand habe. Also sie ist ja echt handyverrückt. Oh Mann, Peanut sitzt auf dem Handy. Und jetzt? Was mache ich jetzt mit dir? Hm? Oh Mann. Die Butchies haben natürlich auch nicht Lust, immer gefilmt zu werden. Also sie kommen jetzt auch nicht immer raus, wenn ich mein Handy dahin stelle. Aber ich versuche euch natürlich immer so ein bisschen mitzunehmen und euch die Butchies auch zu zeigen, wenn sie halt gerade draußen sind oder hier vorne sitzen. Weil ich glaube, sonst ist das für euch ein bisschen zu langweilig, wenn sie immer nur im Käfig sind. Aber wenn Peanut jetzt fressen will oder was weiß ich nicht, irgendwas anderes machen will, dann soll sie das tun. Ich zwinge sie nicht dazu, sich hier vor die Kamera zu setzen. Ja, das war es auch schon mit meinem Vlog. Ich weiß, dass ich jetzt nicht viel gemacht habe, aber ja, es gibt halt nur die Möglichkeit, ich filme wirklich meinen Alltag, der halt nicht wirklich spannend ist. Oder es kommen halt gar keine Videos, weil ich nur halt am Wochenende filmen kann. Aber solange ihr die Vlogs mögt und die schaut, ist das völlig okay. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ich noch für euch vloggen soll. Irgendwie vielleicht aufs Futter bezogen oder auf die Spielzeuge, irgendwie so. Vielleicht fällt euch da ja was ein, was euch interessiert oder worüber ich mal in einem Vlog reden soll oder sowas. Könnt ihr mir auch sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ja, das war's auch schon mit meinem Vlog. Ich würde sagen, wir sehen uns später und ich hoffe natürlich, euch hat der Vlog gefallen. Tschüss!